Also, ich bin in München geboren, und zwar als neuntes von 11 Kindern einer sehr guten Familie. Ich muss sagen, es ist die schönste und beste Familie gewesen, die ich mir habe wünschen können. Anscheinend habe ich das ganz richtig gemacht, dass ich in dieser Familie auf die Welt gekommen bin. Ich bin genau 3 Monate vor dem Zweiten Weltkrieg auf die Welt gekommen, am 14.06.1939. Und ich muss sagen, meine Mutter, die Musikerin war, und mein Vater, der Maschinenbauingenieur war und Direktor einer Leichtbauplattenfabrik, und zwar Heraklit in Simbach. Und meine Geschwister haben sich natürlich über das kleine Schwesterchen gefreut, weil einfach schon die große Familie da war. Und ich bin dort, wie gesagt, ein mehr oder weniger Kriegskind gewesen, weil ein Vierteljahr später bereits der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Ich habe dann noch 2 jüngere Geschwister bekommen, und leider war die Schwester vor mir, ein Jahr vor meiner Geburt, ertrunken. Sie war 1,5 Jahre und war im Schwimmbecken hinterm Haus in Simbach ertrunken. Und so war ich das sehr ersehnte und lang gewünschte Nachfolgekind. Meine Geschwister haben mir später erzählt, dass ich einen Sonderstatus hatte, weil ich praktisch der Ersatz für das ertrunkene Kind war. Und es hat mir auch später ein Astrologe noch bestätigt, dass mein Stand in der Familie ein anderer war wie der der anderen Geschwister. Und ich kann mich noch erinnern an die, an die Kriegsereignisse. Jede Nacht ein Luftangriff. Das Elternhaus von mir stand in Solln, in der Franz-Hals-Straße 8, ein wunderschönes Jugendstilhaus, groß für diese große Familie. Und wir hatten einen eigenen Luftschutzkeller. Hm. Und es war genau eingeteilt, wer von den größeren Geschwistern sich um ein Jüngeres kümmern musste, um es in der Nacht so halb schlaftrunken in den Keller zu bugsieren. Ich kann mich erinnern, im Luftschutzkeller wurde gebetet, der Rosenkranz gebetet, es wurde teilweise auch gesungen, und es war immer, wir waren eng zusammen. Und ich kann mich erinnern, es gab ganz große Stühle, Gartenstühle, so Gartensessel aus Holz, die wurden zusammengestellt, und da wurde ein Bettchen für uns Kleine gerichtet. Auch meine beiden jüngeren Geschwister wir hatten unsere 3 Bettchen da unten sozusagen in der Nacht. Und wir haben dann auch weiter schlafen können. Es war manchmal, dass Einschläge zu hören waren. Ja. Einmal donnerte ein Splitter von einer Bombe an die Außentüre des Kellers und hinterließ ein Loch. Das war also ein fürchterlicher Schock- und Schreckmoment, wo alle eben noch mal enger zusammengerutscht sind. Und ich muss sagen, es war eine Erleichterung, als 1945 keine Nachtangriffe mehr waren. Es hieß ja, es ist kein Angriff mehr.